Öffentliche Verharmlosung von Kriegsverbrechen künftig strafbar. Verschärfung des Volksverhetzungsparagrafen 130 StGB. Feser beruft BSI-Chef Schönbohm ab. Und wieder muss ein Spitzensicherheitsbeamter gehen. Verfassungsschutz betreibt selbst hunderte rechtsextreme Fake-Accounts. Der ewige Kampf gegen rechts. Fake-Profile im Dienste der Demokratieverteidigung. In Berlin lässt Claudia Roth eine christliche Inschrift auf dem wiederaufgebauten Stadtschloss verhüllen. Und in Köln ruft seit ein paar Tagen der Muezzin. Willkommen in der linken und islamophilen Republik Deutschland. Zu milde Strafen für Klimaaktivisten. Letzte Generation, eine kriminelle Vereinigung, deren kriminelle Energie keiner sehen will. Ampel startet Schutzprogramm für Afghanen, 1000 Aufnahmen pro Monat. Flüchtlingspolitik, stehen wir vor einer neuen Migrationskrise? Wo sehen Sie eine Hoffnung? Damit wir hier Energiestabilität, keine Inflation haben, damit wir hier innere Sicherheit haben, damit die Grenzen geschützt werden, muss diese Regierung zurücktreten. Sie muss abgewählt werden. Eigentlich das, was Sie beschreiben, kann nur funktionieren, wenn die CDU und die AfD in Koalition gehen und eine bürgerliche Mitte bilden. Und das ist die einzige jetzt reale Möglichkeit.